Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren der letzten of Zelda Tears of the Kingdom Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir ein kleines bisschen was im Untergrund erkundet, ein bisschen Vergangenheit, glaube ich, nochmal erfahren und haben sonst noch ein paar Schreine abgesammelt. Und heute, man sieht es eigentlich schon am Titel, sowohl beim Stream als auch was hinterher bei YouTube stehen wird. Heute habe ich eine komplette Untergrunderkundung vor. Heißt, ich will mich heute wirklich mal nur auf den Untergrund konzentrieren. Auch aus dem Hauptgrund, man sieht es ja schon an der Karte, ich habe hier so gut bisher noch gar nichts gemacht im Untergrund. Und das würde ich gerne mal ändern. Also das, was wir bisher hier entdeckt haben, ist halt legit nix. Deswegen, ich würde gerne mal wesentlich mehr von diesen Wurzeln aufdecken und eventuell auch das ein oder andere Rätsel hier unten lösen, die Fragezeichen bzw. die Schatzkartenpunkte sammeln. Ja. Und eventuell was Tolles hier unten finden. Wir sind ja beim letzten Mal auch hier zu so einer Untergrundruine gereist. Ich habe übrigens nach dem letzten Mal auch mal wieder ein bisschen mehr hier zusammengekocht. Damit wir wieder ein bisschen mehr was haben. Vor allen Dingen das Anti-Miasma-Zeug habe ich ein bisschen mal gekocht. Wo war denn der Eingang zu dem Scheiß hier? Den muss ich, glaube ich, finden. Kann ich mal direkt gucken. Ist in der Richtung irgendwo eine dieser Wurzeln? Im Bestfall gucke ich am besten von diesen Pilzen aus. Nee, von dem Pilz aus kann ich nicht auch so. Komme ich auf einen von denen drauf? Würde gerne von da oben gucken, ob eine Knospe hier in der Nähe ist. Wurzel etc. Also jetzt gerade auf Anhieb sehe ich hier keine. Da unten ist irgendein Platz erleuchtet. Die Statue geht in der Richtung weiter. Oh, das Teil da hatte ich noch gar nicht. Dann habe ich das Auge bestimmt auch noch nicht fotografiert. Habe ich tatsächlich nicht. Schau mir in die Augen, Kleines. Ich sehe, wohin die Statuen weitergehen. Sind hier nirgendwo ein Eingang zu dem Ding? Das Ding sieht halt wirklich so aus, als ob ich da rein will. Da sitzt ja sogar so ein Gamma-Block-Ding drin. Also diese riesigen Blockgegner. Weiß jetzt nicht, ob das ein Alpha, Beta oder Gamma ist. Ich würde halt auf Gamma am ehesten tippen. Ach, die Wurzel hier ist auch erstmal verseucht. Ich dachte, auf der kann ich stehen. Hallo, da fliegt ein Freund von mir lang. Was ist denn da? Ein Foskaira. Okay, darf ich hier eine
Knolle finden, damit ich hier Licht habe. Ich würde das Ding gerne in ganzer Pracht begutachten. Lieferst du gerade einfach nur Licht da hinten? Oder kommt das von der Knolle? Das Ding will ich halt nicht herausfordern, wenn ich nichts sehe. Oh, lecker, ein paar neue Ölknospen. Von dem muss ich auch dringend mehr sammeln. Da sieht es doch nach einem Eingang aus. Never mind, aber hier ist zumindest eine Kiste. Gekauft. Also wenn ich was sehen könnte, dann würde ich mit dir aufnehmen versuchen. Ach, das ist der erste Boss? Sehe ich ja jetzt erst. Also der erste Boss, den ich bekämpft hatte, das war der aus dem Vogelgebiet. Also aus dem Eisgebiet, der Boss. Nee, 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 nee. Ich provoziere das Ding doch nur, dass es mich angreift. Also wenn ich hier einmal komplett nach oben düse. Ist das der goldene? Von dir will ich auch ein Foto machen, wenn ich dich besser sehen kann. In meinem Kopf stellt sich gerade die Frage... Geist an alle Bosse hier unten nochmal rum. Also der zweite Boss, den ich besiegt habe, dem bei den Soras gammelt der auch hier unten eventuell. Von den Garonen und den Garonen. Also Gerudos und Garonen. Da war ich ja noch gar nicht. Ich weiß, ich bin lahmarschig in euren Augen. Ich genieße das Spiel einfach nur mehr. Da, ich sehe eine Wurzel. Und die ist nicht so weit weg. Dann sehe ich hier auch was. Dann kann ich ruhig den Kampf mit dem da angehen. Hauptsache, ich sehe hier was. Wer von denen hat eine Bombe gezündet? Was für Wahnsinnige. Hilfe. So, es werde Licht. Deutlich mehr erhält. So, wie gesagt, jetzt kann ich den Kampf mit dem ruhig angehen. Dafür porte ich mich aber eben kurz hier rüber. Jetzt kann ich ihn ja sehen.
Auf in die Schlacht. Ob ich es schaffen würde, einen Leuchtturm an ihn zu befestigen? Hallo, so sieht man sich wieder. Sag mal, fliegen meine Pfeile durch dich durch? Tatsächlich. Jetzt wird's fies für dich. Das war mein Deudenbogen. Das war der. Oh ja, komm zu mir runter. Bist du nett. Hätte nicht erwartet, dich hier unten zu sehen. Nope. Man sieht ihn hier unten auch echt schlecht. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein Thumbnail, ne? So, dasselbe nochmal, nur mit Wirbelstürmen. Ich meine, die Taktik war, unter ihn zu gelangen. Oder halt so. Von unten hat er den Schutz nicht. Oh, von wo kommst du? Ah, von unten. Sehr nett von dir. Oh, es ist so nett von dir, dass du mir das letzte Stückchen auch hinhältst. Ich pack mich schon mal wieder aus dem Bild. Guck mal, da unten wartet was auf mich. Ich bin sogar direkt hier gespawnt. Oh, schade, das kann man nicht fotografieren, aber das kann ich an irgendwas dran packen. Erstmal was?
Ich weiß, wo ich es dran pack. So, wo ist Kist? Da vorne. Oh, komm zu Papa. Das ist das Schönes drin. 100 Sonau Energiekristalle. Ich kann mir eine weitere Batterie dran packen. Geil. Hat sich gelohnt. Ich glaube, hier muss ich wirklich von oben kommen. Ich würde mal in die Richtung auswandern. Diese Untergrundruine müssen wir wann anders mal ankunden, weil ich sah da keinen Weg von hier aus reinzukommen. Oh, da ist hier mein eigener Freund. Den, die man immer so toll Bomben in den Rachen ballern kann. Der Gigama. Guten Appetit. Ich brauche einen meiner Hämmer. Und tot. Ach, immer wieder nett. Ist mal unter einer der schwächsten Gegner. Also ich finde den übelst einfach. Das war's mit dem Ding. Ich habe es jetzt extra abgenutzt. Weil es war eh kurz vorm Zerbrechen. Da kann ich es ruhig nutzen. Okay, da will ich zuerst hin. Hier ist direkt eine Jägerfestung vor mir. Ach, guck mal, da sehe ich nochmal eine Wurzel. Kann sie aber nicht markieren, weil das Zeug im Weg ist. Mach ich, wenn ich auf der Jägerfestung bin. Den Rest von diesem Bogen will ich mir noch aufheben. Hallo? Ist jemand zu Hause? Stachelschild. Auch ein Weg reinzukommen.
Hat er allein? Das war ja viel zu einfach. Lecker. Ein Jägerbauplan. Ein Kampfportal. Was ist denn ein Kampfportal? Etwas, das ich am besten nicht direkt an meiner Nase bauen will. Ah, ich verstehe schon. Okay, das ist ein interessantes Konstrukt. Den Blitzwerfer packe ich mir aber lieber an einen meiner Sonauschilde. Kann ich damit elektrifizieren? So. Sonst noch ein Schild? Nee. Bin ich dich hier raus? Wenn ja, habe ich ein Fahrzeug. Ich wollte gerade sagen, in der Himmelsrichtung hatte ich noch was gesehen. Welche ist jetzt schneller? Ich würde sagen, ich hole die hier unten zuerst. Ich wusste nicht, dass ich so von dem Ding runterfliegen kann. Gut, dass ich es nicht gelernt habe, während ich eine Klippe runterfliege. Es werde Licht. Soll mich hier hinten schönes Leuchten sehen. Zuerst muss ich das Teil hier irgendwie hochboxieren. Hab's geschafft, ich hab's hochbekommen. Warum speichere ich mir das eigentlich nicht in den Favoriten? Das ist ein sehr gutes Gefährt. Guck mal, hier ist sogar wieder so eine Statue. Ich habe hier irgendwo gleich zweimal was aufleuchten sehen. Hup.
Okay, das hat sich gar nicht gelohnt. Will mich meine Sinne oder ist da hinten auch noch meine? Denn ist auch noch mal eine Knolle. Das X markiert sowieso die Stelle. Mache ich das so? Ich fahre jetzt zu dem, gehe dann zu dem hoch, fahre zum X und hol mir das da. Wo ist mein Gefährt? Da ist ein Stahlhinox. Nein, das lässt du bleiben. So, schlechte Waffe erstmal aufgebraucht. Oh, das Ding ist kaputt. Hab noch mal ein paar Königswaffen dafür bekommen. Und tatsächlich macht das auch kurzzeitig Licht. Das habe ich mir schon gedacht, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so gewaltig ist. Und es werde Licht. Also das ist wahrscheinlich eine der Streams, die ich bei YouTube wesentlich härter zusammenschneide als andere Streams. Aber wir müssen ja auch mal den Untergrund ein bisschen mehr erforschen, weil wir haben da bisher jetzt so gut wie gar nichts gemacht. Komm genau bei der Wurzel raus. Oh, hier ist wieder so ein komischer Kreis direkt vor mir. Das ist wieder so eine Untergrundarena, oder? Kann ich hier nicht vom Prinzip her instant raus? Das hat gesessen.
waren die Schwachen. Erstmal die Waffen von denen nutzen. Ah, nee, das ist meine Lanze. So, jetzt hat er keine Waffe. Ist auch gut, dass sie auf engstem Raum ist. Da kann er mir kaum entkommen. Und jetzt noch meine ganze Truppe in einem. Da werde ich jetzt aber fies sein. Lass mal fallen, was du hast. Hallo, du sollst fallen lassen. Danke. Ha 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 ha!
mehr, du kannst nix. Easy. Also das war wirklich easy. Oh. Da habe ich was Schönes bekommen. Habe ich hier irgendwo Bauzeug? Nein, aber ein riesiges Knochengerüst. So, warte, das Ding nicht darunter fahren. Ich krieg's nie wieder raus. Genial, wie ich den Untergrund zu, vor dem eigentlichen Überboden erkunde, ne? Beziehungsweise aufdecke. Also die Gerudewüste, Türme noch nicht aktiviert, aber hauptsache im Untergrund. Da mache ich das schon mal. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass bei dem Fossil irgendwas ist. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass hier ganz hinten im Eck irgendwas liegt. Deswegen würde ich da gerne eigentlich sogar nochmal zurückfahren. Und Fossil selber scheint nichts zu sein. Obwohl, das führt ja da hinten hin. Und da ist ja wohl eindeutig irgendwas. Auch wenn ich da definitiv in die Gerudo-Wüste jetzt eben kurz einmal hochspringe. Weil das ist ja eindeutig ein Punkt zum Hochgehen. Wenn ich schon hier bin, dann mache ich das eben. Mal gucken, wo komme ich raus. Vor einer Höhle. Und hier ist dann irgendein Riesenfossil. Ist vermerkt? Aber ich gehe trotzdem jetzt wieder nach hier unten. Wollte nur sehen, wo ich rauskomme. Okay, das Ding fällt jetzt eh auseinander. Was ist denn das für ein lustiges Konstrukt? Okay, was habe ich da unten gesehen? In der Richtung auf der rechten Seite. Was für einer ist das? Das ist ein Beta. Der ist, glaube ich, null interessant. Hier ist ja schon fast Hauptstadt von denen.
Ich krieg doch bestimmt was dafür, wenn ich euch umniete, oder? Nummer 1. Nummer 2. Hab sie beide runtergejietet. Waren hier nicht mehr? Ich hätte mehr als die zwei gesehen. Das Konstrukt da interessiert mich auf jeden Fall. Oh, hi. Wir haben Koga gefunden. Du siehst schon, wer hier steht, oder? Okay. Der hat auch dieses Konstrukt. Kann ich von dir ein Foto machen? Ach, von dir habe ich schon ein Foto. Easy. Ah, okay, wenn ich ihn perfekt treffe, dann landet er mit dem Kopf im Boden. Na gut, ist eh einfach, ihn so abzuschießen. Ja, das Ding, das schützt dich auch so sehr. Hey! Müssen wir was überkompensieren, Koga?
In die Ostmine geht der. Ciao. Der hat es eilig. Eben kurz einen Screenshot mal von seiner Beschreibung gemacht. Okay. Erstmal gönne ich mir aber, was der jetzt hinterlassen hat. Damit kann ich mir auch locker eine ganze Batterie voll machen. Hallo, aufwachen. Okay. Ach, ich darf das auch direkt testen. Ich weiß Bescheid, da muss ich mit so nauen Dingern arbeiten. So, ich darf das einmal testen. Habe ich ja für gleich schon mal ein Fahrzeug. Dann mache ich noch den hier. Das war eins dieser Schmiededinger. Laden. Und der Laden hier ist eröffnet. Darfst mir gerne von denen was verkaufen. Ich kann mir so viele Batterien gönnen. Davon gönne ich mir auch eine. Von denen habe ich kaum welche. So, und jetzt hier noch maximale. Kann ich mir nochmal 20 gönnen. So, als nächstes dorthin und von dort aus dann dahin. Und natürlich holen wir uns dann das X auf den Weg. Ist nett, dass ich ein Fahrzeug direkt geschenkt bekomme. Wahrscheinlich funktioniert es auf diesem Untergrund nicht.
Alles in Ordnung. Brauchst dich vor nichts zu verteidigen. Jetzt bewegt es sich. Vom flachen Unterboden. Bergauf schafft es nicht, das sehe ich schon. Oh shit. Nein, ich weiß, was ihr macht. Ich glaube aber da hin, wo ich will, komme ich mit dem Ding echt schlecht. Und eine weitere Wurzel. Also die Ecke hier unten links erkunden wir gerade richtig gut. Ich sollte mich einmal heilen. Zeit für ein leckeres Omelett. So, das ist die Richtung, in die wir wollen. Gut, dass das X, zu dem ich hin wollte, scheint offenbar auch direkt so eine Wurzel bei sich zu haben. Also ein bisschen was haben wir auf jeden Fall erreicht. Wir haben ja zwei Bosse jetzt auf jeden Fall fertig gemacht. Also ein zweites Mal. Koga hatten wir ja schon mal hier unten bekämpft. Oh, hier kann ich mir auch wieder Sachen basteln. Wüstenbasarmine. Jawohl. Komplette Leuchtrüstung. Auch wenn der Helm komisch aussieht. Leuchten ist Leuchten. Die machen wir als allererstes an. Ich hier bestimmt auch noch mal einen Bauplan. Ey, du da. Kumpel. Was kriege ich hier jetzt wieder für ein Konstrukt? Deckensprunggerüst. Wenn ich mal irgendwo höher muss. Wo hat er die Materialien denn hingelegt? Zum Austesten. Ah. Und ist gerade so wahrscheinlich in der Reichweite. Praktisch.
Wenn ich mal irgendwo hoch muss, kann ich mir damit das basteln. Dann brauche ich Steinplatten. Brauche ich dasselbe eventuell auch nochmal mit Holz. Eventuell. Steinplatten habe ich jetzt nicht unbedingt immer zur Verfügung. Aber es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, dieses X zu holen. Hier war noch eine Kiste. Lecker. Stimmt, ich hätte bei dem anderen Teil eventuell auch nochmal nach einer Kiste suchen sollen. So, sehe ich noch eine weitere Knolle? Da hinten sehe ich eine, aber die wird von den Teilen... Ach, das ist, die habe ich eh schon aufgedeckt. Die wollte ich noch holen. Na guck mal, hab einen gewaltigen Bereich aufgedeckt auf jeden Fall. Das große Stück hier und dieses gewaltige Stück habe ich heute aufgedeckt. Also bis zu diesem Zeitpunkt. Ich würde sogar eigentlich gerne noch ein bisschen mehr erkunden. Zuallererst hole ich mir jetzt die Wurzel da hinten. Und nochmal heller. Da scheint auf jeden Fall was Besonderes zu sein. Da würde ich auf jeden Fall gerne einmal hin. Ist dann ein Fluss? Ist ein Teich. Der einen Seite ist bestimmt was. Auch wieder so ein Ort, wo die Sonne nicht hinscheint. Stimmt, will ich hier einen Deckensprung machen. Würde einen machen, wenn ich könnte. Naja, ich könnte einen provozieren. Okay, ich kann hier keinen dicken Sprung machen. Habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Na gut. So, ich würde auf jeden Fall die beiden Wurzeln, die wir noch markiert haben, auf jeden Fall noch holen. Weit weg sind sie ja nicht. Welche von beiden ist näher? Die lilane. Die war etwas weiter unten, zu der konnte ich halt einfach hinschweben.
Genau, da ist sie. So, der kann ich einfach hinflattern und dann kann ich mich wieder hoch teleportieren. Wir decken hier auf jeden Fall einiges auf. Da geht sogar noch tiefer runter. Da ist eine. Das ginge sogar in der Richtung von dem anderen Fragezeichen. Da gehe ich als nächstes hin. Da kann ich ja einfach hier drüber wieder spazieren. Mittlerweile ist es richtig hell hier unten. Also, man könnte echt hier so ein Vorher-Nachher-Bild einblenden, ne? Wie viel ich einfach aufgedeckt habe. Innerhalb des einen Streams. So, von dem aus, hier rüber flattern. Hallo? Haben die mich einfach in der Luft nochmal erschlagen? Naja, bin ja nah genug an meiner Wurzel dran. Und die andere kann ich mir danach noch holen. Wie gesagt, kann ich ja einfach hinfliegen. Komme ich easy dran. Gerade hier sieht echt ekelhaft aus. So, und das X markiert hier bekanntlich die Stelle. Machen wir schon mal Markierung, dass ich dort gleich wieder losfliege. Die Richtung ist die richtige. Nein, lass mich in Ruhe. Ja, die beiden Herzen kannst du haben. Richtung Lila einfach denken. Wahrscheinlich muss ich eh ein bisschen tiefer. Außer der markierten Stelle ist hier nichts. Eine Zeithose. Wir haben die Hose der Zeit. Ich habe das Gefühl, hier wäre auch noch eine Wurzel. Hier so ein bisschen weiter links.
Und schon ist es viel heller. Ja, guck mal da, da ist auch so ein richtig dunkler Bereich. Da würde ich auch gern einmal noch mal reinflattern. Und hier scheint ja auch noch was Besonderes zu sein. Ich markiere mir auf jeden Fall das hier mal. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Dann mache ich eventuell noch mal eine zweite Höhenerkundung. Also ein Zehntel haben wir jetzt, glaube ich, hier unten. Wir haben schon einiges jetzt heute erkundet. Also, abgesehen von dem Bereich hier, diese kurzen Striche, kann man das hier dazu rechnen. Und alles links davon haben wir auf jeden Fall aufgedeckt. Also, wir haben wirklich sehr, sehr viel aufgedeckt. Und ich vermute, dass da auf jeden Fall irgendwas Besonderes ist. Genauso dort wie da aufgebaut ist, da muss was sein. Ich wollte die Karte jetzt nutzen, einmal nach oben. Dann zuerst besten Fee. Diese mal ganz gut. Dann würde ich die Maske auf jeden Fall aufwerten erstmal. So, zuerst die hier. Ich glaube, ab dem dritten Stern kam der Bonus drauf. Danach brauche ich großes Sonanium, viele Stücke und die Riesenleuchtsäme. Um das auf Maximum zu bringen, brauche ich eh Diamanten. Oh nein. Steckt die Scham unter der Maske. Sowas bringt jetzt der Z-Boni. Sehe ich das schon? Ist das Leuchten dann stärker oder? Also weitere Verbesserungen würde ich mir für später aufheben. Wir können auf jeden Fall mal die Kletterhandschuhe noch verbessern. Wenn ich eh schon die Beißerflüge jetzt habe. Will mal sehen, was ich für die darauffolgende Stufe brauche. Eisflederbeißerflüße und Spurtkröte. Was braucht man in der maximalen? Also eins von den Rüstungsteilen mache ich immer onscreen auf Maximum, die restlichen mache ich offscreen. Also von dem Set. Und als nächstes Feuerflederbeißer und Spurtpfeilchen. Die Ninja-Maske kann ich auch noch mal um einen verbessern. Ja, guck mal, ich kann die auch direkt auf Maximum ausbessern. Schleichforellen braucht man einfach richtig viele dafür. Oh nein, meine Unschuld! So, das Barbarenzeug, das kann ich auch aufbessern. Auch da interessiert mich, was man für die nächste Stufe braucht. Vom blauen Leune die Sachen.
Ja, das ist wieder einfach nur so ein spezielles Ausrüstungsgegenstand, das einfach nur für Cosmetic ist. Also klar, es hat den Schleicheneffekt im Gegensatz zu den anderen, aber es ist trotzdem gefühlt nur Cosmetic. In den Klammerkröten hätte ich auch noch den Krötenanzug verbessern können, aber ist nicht mehr drin. Gut, den Sternsplitter investiere ich dann am ehesten hier. Fleischglöckchen sind ja nix. Auch da interessiert mich der Gruppeneffekt. So ab Stufe 2 Sterne oder 3 Sterne aktivierte der sich immer. Und das kann ich hier auf jeden Fall auf 2 Sterne pushen. Das Ninja-Zeug finde ich eigentlich ist richtig gut, aber das muss man halt auch erst aufwerten, bis es einem wirklich was bringt. Vielen Dank für die Dienste. Leuchtfußspuren. Sehe ich wahrscheinlich nur unten gut. Okay. Dann wollte ich noch meine Batterie aufbessern. So, wir können unsere Batterie nämlich noch deutlich aufwerten. Boah, einfach 4 zusätzliche Batterien. Ich habe halt richtig viel bekommen. So viele fehlen nicht mehr. Nur noch 800, dann habe ich's. Oder? Warte mal. 3 Pudding, 4. 4, 1, 2 Drittel fehlen noch. Ne, 11 brauche ich noch. Also 1100 von diesen Sonau-Energiekristallen und ich habe das Ding voll. Da ich die Leuchtschritte auch noch sehen will, gehe ich einmal kurz hier runter. Und dann stehe ich auch dort, wo ich nächstes Mal anfangen will. Was ist mit Leuchtfußspuren gemeint? Ah, das da. Guck mal, an der einen oder anderen Stelle hinterlasse ich so einen leuchtenden Fleck. Kann nützlich sein, hängt davon ab, wie sehr das erleuchtet. Na gut, mich hat das halt interessiert. Habe ich die schon weit genug, dass ich auch da das schon sehen kann? Nachttempo. Wo habe ich noch Z würde ich ein bisschen hochgeboostet? Aerodynamik, das Ding hätte ich noch boosten können. Naja, mache ich offscreen. Das ganze Zeug zusammen dauert halt auch immer sehr, sehr lange. Vor allem die Diamanten sind so rar. Na gut, ich habe den Controller gerade beiseite gelegt. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann später bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Bei Twitch natürlich ein Follow. Beides ist gegenseitig in der Beschreibung verlinkt.
Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle dann schon mal. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr zuschaut. Ciao.